Also, ich heiße Andreas Inneichen. Wir leben in der Gegend von Basel. Wir haben einen Biobetrieb, der seit 1974 umgestellt ist. Wir, meine Frau und ich, bewirtschaften den Betrieb seit 30 Jahren. Und was haben wir dazu zu sagen? Also wir haben sehr verschiedene, eine relativ vielfältige Fruchtfolge. Dazu gehört Kartoffeln, Sojabohnen, verschiedenste Getreide, angefangen bei Dinkel, Roggen, Gerste gemischt mit Erbsen, Tritikale, Mais. Und dann machen wir auch noch Ackerbohnen und dieses Jahr zum ersten Mal auch Sonnenblumen. Und wir werden auch mit Linsen anfangen zu experimentieren. Die Fruchtfolge ist daher so vielfältig, weil das ist ein Prinzip im Biolandbau. Die Vielfalt hilft uns, alle Risiken abzudecken oder die großen Teil der Risiken abzudecken. Wir haben auch Milchkühe. Wir verarbeiten die Milch selber. Wir verkaufen unsere Produkte direkt ab Hof oder an Bioläden in der Stadt. Wir sind sehr nahe an der Stadt Basel. Vielleicht kann man noch etwas sagen zur Gegend hier. Wir leben auf Lösslehm. Das sind die fruchtbarsten Böden, die es in der Schweiz ungefähr gibt. Sie sind eben total fruchtbar, sehr tiefgründig, ohne Steine. Und das lässt sich eigentlich, lassen sich alle Kulturen hier anbauen. Die Erträge, die wir erwirtschaften, sind eigentlich auf relativ hohem Niveau. Wir sind im Niveau von der konventionellen Landwirtschaft über die ganze Schweiz verglichen. Das hat damit zu tun, dass wir eben sehr gute Böden haben. Uns ist wichtig, dass man den Böden eben Sorge trägt. Und deswegen haben wir uns eigentlich für eine Direktsaatmaschine entschieden. Zudem kann man mit dieser Maschine eben auch Mulchsaat oder eine Pflugsaat durchführen, ohne dass es Schwierigkeiten gibt. Es ist einfach wie der Name sagt, früher hat sie eben den Namen gehabt, Unidrill, heute heißt sie Easydrill. Es ist so, es ist relativ einfach, unter allen Bedingungen säen zu können. Das, was ich bis jetzt damit erfahren habe, hat gut funktioniert. Wir säen mit Doppelrad, die genau 3 Meter abdecken. Zwischen den Achsen haben wir eine kleine Walze, also um die Ackerfurche zurückzuverfestigen. Und somit geht das dann eigentlich ohne Probleme. Also wir haben eine Direktsaatmaschine gekauft, weil eben es Bedingungen auch im Biolandbau Bedingungen gibt, wo es eben gut geht und es sich eigentlich lohnt, die Saaten direkt, zum Beispiel nach Soja kann man sehr wohl direkt Getreide einsäen, ohne zu pflügen oder ohne irgendeine Bodenbearbeitung durchzuführen. Es hängt immer damit zusammen, wie der Unkrautdruck sich entwickelt. Und wenn er relativ gering ist, kann man so oder so direkt säen. Und das machen wir einfach, weil es viel weniger Arbeit gibt. Das eine ist das eine. Und für den Boden viel besser ist. Also am liebsten würde ich immer gerne Direktsaat machen, nur lassen es die Bedingungen nicht zu. Habe ich eine Kunstwiese oder eine stark verunkrautete Kultur, dann muss ich danach wohl den Pflug nehmen. Obwohl ich das nicht sehr gerne tue, aber hin und wieder muss ich es einfach tun, weil der Pflug ist im Biolandbau sowas wie ein Herbizid. Und somit bin ich dann halt auf den Pflug angewiesen. Aber diese Sämaschine lässt es eben zu, dass ich unter jeglicher Bedingung säen kann. Wie gesagt, ich kann nach Mulchsaat, ich kann eine Pflugsaat oder ich kann eine Direktsaat machen. Das ist der Grund, weshalb ich dann schon länger auf Direktsaatmaschinen gesetzt habe. Ich habe immer welche gesucht, die eben alles können, die unter allen Bedingungen säen können. Und das ist ein Beispiel, die das eben kann und sie macht das sehr gut. Und die Verteilung des Saatgutes, die Exaktheit der Tiefenführung, die ist sehr gut und ich habe nichts zu bemängeln an dieser Maschine bis jetzt. Ich benutze sie seit ungefähr einem Jahr, gell? Seit 2 Jahren, ja, wir haben also schon eigentlich alle Kulturen damit gesät. Wir säen Mais, sogar Mais
Alles wird mit dieser Maschine gesät. Obwohl halt nicht Einzelkorn, Saat, aber wir verlieren den Ertrag nicht wegen den exakten Zwischenabständen. Wir würden ihn allenfalls verlieren, weil zu wenig gedüngt werden kann. Auf EasyDrill bin ich gekommen, weil ich hatte schon vorher Direktsaatmaschinen ausprobiert. Ich hatte die Semiato und da hatte ich eigentlich guten Erfolg. Nur war sie in ihre Jahre gekommen und somit habe ich dann eben umgestellt auf EasyDrill. Kennengelernt habe ich sie in der Schweiz unter dem vorhergehenden Namen der Firma Salky Unidrill. Und da habe ich einige Maschinen schon gesehen und war eigentlich überzeugt vom Resultat. Und von EasyDrill, Sky EasyDrill, bin ich eigentlich überzeugt, weil sie eine gute Verarbeitungsqualität aufweist, die Maschine. Sie ist sehr solid gebaut und sie macht einfach hat mir immer einen guten Eindruck gemacht und den Eindruck, den sie mir gemacht hat, der hat sich eigentlich bewahrheitet. Sie ist solid und arbeitet wirklich unter allen Bedingungen. So, hier stehen wir dann im Dinkelfeld, das in Direktsaat nach Soja gesät wurde. Saatdatum ist 15. Oktober. Wir haben schlichtweg geerntet. Die Soja geerntet und anschließend den Dinkel eben einen Monat später gesät. Keine Bodenbearbeitung und die Soja war sehr sauber, also ohne Unkraut. Und dann lohnt sich eine Direktsaat auch im Biolandbau perfekt. Es kann sein, dass man das eben nicht immer tun kann, wenn die Vorkultur halt ein bisschen verunkrautet ist, dann muss wohl der Pflug her. Aber im Normalfall versuchen wir das in Direktsaat zu machen, so viel wie möglich, weil es einfach für den Boden natürlich schlicht und einfach besser ist. Also hier stehen wir in einem Tritikale-Feld. Das wurde am 15. Oktober eingesät auf eine Pflugfurche. Also ich habe keine Bodenbearbeitung in dem Sinne gemacht nach der Pflugfurche. Es wurde gerade einfach die Pflugfurche, es wurde gepflügt und anschließend gesät mit einem Traktor mit Doppelbereifung und einem Packer, um zwischen Achsen die Erde auch ein bisschen zurück zu verfestigen. Und das ist eigentlich das Resultat dieser Pflugsaat. Das Feld ist relativ ausgeglichen. Das zeigt einfach, mit dieser Sämaschine kann man wirklich unter allen Bedingungen säen. Was ich noch nie gemacht habe, das müsste man dann noch wissen. Ich vermute und ich hoffe, dass ich es auch in Zukunft nicht machen muss. Unter nassen Bedingungen habe ich noch nie gesät. Ich habe einfach unter relativ trockenen, günstigen Bedingungen säen können. Aber das Resultat hier, würde ich meinen, lässt sich sehen. Es ist alles gut aufgelaufen. Und eigentlich denke ich mir eben im Biolandbau eine gute Variante. Eine Sämaschine für alle Kulturen, ob gepflügt, Mulchsaat oder Direktsaat, lässt alles zu und das ist die Maschine, die ich eigentlich auf diesem Betrieb brauche.